Einmal kurz zurückgemeldet. Ich war im Pool, ich habe geduscht, ich habe mich eingecremt und jetzt seid ihr am Akku dran. Deswegen hier in dieser Position. Ach so, übrigens, ich habe die Gardinen zugemacht, weil die Kamera ja genau hier in diese Richtung zeigt und ganz egal, wo du dich hinstellst, überall ist zu sehen und das mag ich gar nicht, ja, weil man weiß nicht, wer guckt da alles. Das muss man auch alles bedenken. Deswegen sind ja nicht die Einzigen, also es sind ja auch Leute, die das eingestellt haben und so. Deswegen und das gucken ja auch. Wir haben ja auch den Auftrag gegeben, dass ja, offizielle Stellen können das auch sehen. Also deswegen finde ich das immer ein bisschen kacke. Also sie sollen ja bewachen, ist ja auch alles gut, aber bitte nicht mich hier drin beobachten. Ja, wer weiß, also da, das habe ich nicht so gerne. Deswegen habe ich die Kamera da oben ja auch einmal umgedreht. Ja, das mache ich dann immer nachts, mache ich das wieder um, aber morgens wird das wieder runtergedreht, sodass man mich hier auch nicht beobachten kann. Ja, nur so als Erklärung dafür, warum ich jetzt hier die Gardine zugezogen habe. Solange mein Sohn da war, ist das alles okay, aber sieht ja bitte nicht so gerne. Ne? Deswegen, genau, also meine anderen Söhne haben sich angekündigt, ist alles schon gebucht. Mama freut sich, also die nächste Ladung kommt. Und ja, weil ich genehmige mir jetzt erstmal einen Kaffee und muss meine Videos weiterschneiden. Aber oh nee, da müsst ihr vom Akku runter, aber sonst muss ich hier drinnen sitzen. Mir ist echt warm, mein Gesicht brennt schon wieder. Ich glaube, das macht das Chlor und nicht die Sonne, weil das kann eigentlich gar nicht sein von der Sonne. Sonst hätte ich ja einen Sonnenbrand, das habe ich nicht. Ich denke mal, das macht das Chlor. Ich habe hier auch ganz trockene Stellen immer. Die muss ich immer einreiben ordentlich. Naja, jetzt gehen wir mal an den Schnitt meiner Videos und den könnt ihr ja eigentlich mitkommen, weil das ist ja jetzt hier Quatsch. Dass ihr hier sitzt. Mein Handy nämlich auch mit. Ich habe mit Jimmy gesprochen, eben als ich mich draußen hingelegt hatte. Ich lege mich ja immer so eine halbe Stunde in die Sonne von beiden Seiten, so wie so ein Kuchen, dass man auch so ein bisschen braun wird und nicht hier immer so käseweiß. Naja, käseweiß sowieso nicht, aber wenn ich mich nicht sonne, ich bin wirklich sonst ja nur, wenn ich runtergehe oder wenn ich im Pool bin oder so in der Sonne. Sonst bin ich ja eigentlich den ganzen Nachmittag immer an der Arbeit hier und dann wird man ja nicht braun. Ich habe auch meinen Computer und so. Ich muss mir jetzt mal, ich muss gucken, dass ich den an das Internet kriege. Ich hoffe, das klappt auch. Wenn nicht, dann ist auch shit egal. Dann müssen die Kinder mir einen mitbringen, einen Laptop, einen alten oder was. Ich habe auch keine Ahnung, müssen die mir das einrichten, kommen ja. Und genau, also. Das ist erfrischend, ich bin eingecremt, ich bin geduscht, ich schwitze nicht mehr, ich rieche nicht mehr aus. Ach so, übrigens, dieses Ding habe ich ja nochmal, ne? Damit gehe ich ja immer schwimmen. So sieht das eigentlich aus, wenn das nicht so krubbelig immer hier ist und so nass und so eklig. Aber das habe ich mir damals aus dem 1-Euro-Laden gekauft, übrigens. Damals hat das alles noch 1 € gekostet, jetzt ist es ja auch schon 1,10 und heißt auch nicht mehr Euroshop. Jetzt heißt der ja, wie heißt der? Doch, Euroshop heißt er, ne? Jetzt heißt er nicht mehr ein. Jetzt habe ich mir fast den Kaffee runtergeknallt. Jetzt heißt er ja Euroshop und nicht mehr ein Euroshop, weil eben alles teurer wird. Ich habe übrigens gehört von einer YouTuberin, die ich immer verfolge, die in Amerika lebt. Das ist auch eine ganz süße. Aber ihr wisst ja, ich rede nicht so gern über die Namen anderer YouTuber, weil ich eben nicht weiß, ob die mit mir in Verbindung gebracht werden wollen. Das weiß man einfach nicht. Mit der hatte ich mich aber auch schon mal so ein bisschen unterhalten. Und die hat erzählt, dass sie auch, dass da auch alles teurer geworden ist in den 1-Dollar-Shops. Die sind jetzt auch 1,25 $ oder was hat sie erzählt und haben auch ihren Namen geändert. Also alles nicht mehr so, wie es sein soll. So, jetzt muss ich aber an die Arbeit, habe meine Brille nicht mit, dann funktioniert das nicht. Eine liebe Zuschauerin sagte mir, dass ich hier auch zum Optiker gehen kann. Das werde ich richtig philosophieren machen und sage immer, ich mach's. Ich weiß nicht. Also ich überlege mir mal, wann ich das wie auch mache. Jetzt erstmal nicht. Jimmy ist zwar weg, aber ich bleibe hier. Ah ja, mit Jimmy habe ich gesprochen. Der ist am Flughafen. Wie sind wir denn von Jim weggekommen, Leute? Der ist am Flughafen angekommen. Hatte ich das noch erzählt? Ich weiß nicht. Der ist am Flughafen zum Glück angekommen. Hier ist Licht besser, ne? Der ist angekommen und er ist angekommen und geht ihm gut. Die Fahrt war ja, also das Auto war vollgestopft, ja. Die haben sogar vorne zwei Leute sitzen lassen. Also ich weiß, die haben das Auto wirklich bis zum Erbrechen wohl voll gemacht.
Dementsprechend war das Klima nicht so gut, sagt er. Es war schon sehr warm im Auto und sehr voll. Und ja, naja, gut, also Abstriche muss man immer machen, aber wirklich der Kontakt war sehr freundlich und sehr, ja, sehr fürsorglich schon fast. Und ich kann das empfehlen. Er ist pünktlich da gewesen, er ist pünktlich abgesetzt worden und das ist ja die Hauptsache. Ja, jetzt wartet er, hat ja noch 3 Stunden Zeit, bis er fliegt, als wir telefoniert hatten. Er hat schon eingecheckt und wartet jetzt sozusagen auf Einlass. Das dauert ja noch, ich weiß nicht, was haben wir, 2:30 oder so. Und er fliegt, glaube ich, um 15:50. Insofern hat er noch 1,5 Stunden Zeit. Ja, mein Lieben, ich bin richtig froh und erleichtert, dass ich meinen Jimmy jetzt da am Flughafen habe. Und hoffe ich, dass auch der Flug gut geht. Und ja, ich bin jedenfalls richtig erleichtert. Werde das gleich auch nochmal in unsere Familiengruppe schreiben, dass dann auch alle Bescheid wissen. Ja, mein Lieben, ansonsten bin ich sehr gespannt der Dinge, die da kommen werden in den nächsten Wochen. Die anderen sind auch immer richtig lustig drauf. Das wird schön, hoffe ich. Ich freue mich jedenfalls drauf, dass die anderen kommen und dass ich dann meine Kinder wieder bei mir habe. Wenn auch andere, jeder hat seinen Platz. Es ist kein Ersatz jetzt für Jimmy oder für alle anderen. Ja, es ist immer eine Ergänzung, etwas anderes. Ja, es kann nichts Jimmy ersetzen oder Kimmy oder meinen Kleinen. Also es ist immer etwas anderes. Jedes Kind hat seinen Platz und für jedes Kind bin ich traurig, wenn es geht. Und wenn das andere Kind kommt, ersetzt es das. Und ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, wenn man so 1, 2 Kinder hat. Vielleicht. Aber bei mir, ich weiß nicht. Also jedes meiner 9 Kinder, und es sind ja immer meine, viele denken auch immer, dass das jetzt ja nicht meine Kinder wären. Doch, das sind alle 9 Kinder, die anderen jetzt nicht. Aber meine 9 Kinder sind meine eigenen, meine leiblichen, unsere gemeinsamen Kinder. Und da hat jedes seinen Platz. Ja, jedes hat seinen Platz und jedes Kind ist für mich anders wichtig. Und deswegen kann auch keiner den anderen ersetzen. Wenn einer geht, das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die anderen weg sind. Ja, es ist, und dass man's, dass einem das dann besser geht oder so, gar nicht. Es ist halt eine neue Freude, es ist etwas anderes und ich freue mich, dass die dann da sind. Und die sind aber auch größer und das sind nicht die Ältesten, aber ja, sind älter und natürlich auch erwachsen, ja. Jimmy ist ja immer noch mein Kleiner und Kimmy sowieso und der ganz Kleine ja auch. Mein Lieben, ich muss an die Arbeit weiter, hilft alles nichts. Ich muss nicht, aber ich möchte, ja. Wie gesagt, ich muss nichts hier bei YouTube, aber ich möchte und deswegen muss ich und mache ich. Und dann müssen wir das jetzt so machen und ich muss ran und Leute, ich bin froh, dass du angekommen bist, glaubt ihr nicht. Mein Kind so in ein fremdes Auto setzen, ich weiß nicht, ja, es ist ein richtig komisches Gefühl gewesen und gar nicht gut gewesen. Ich bin froh, dass er angekommen ist. Hoffe ich nur noch, dass er gut nach Hause kommt. Prost. Ich lebe noch. Wenngleich ich mich einen Moment versucht habe hinzulegen, um mich ein bisschen abzulenken. Und ja, ich habe alles möglich gemacht. Jetzt habe ich erstmal Nudeln gekocht. Die werde ich gleich mit Ketchup zu mir nehmen. Vorher werde ich aber wässern. Eigentlich ist es noch zu früh. Ich glaube, es ist 6 Uhr, noch nicht mal wahrscheinlich. Ich kann Jimmy nicht mehr erreichen. Das heißt, er ist wahrscheinlich geflogen. Das ist noch ein blöderes Gefühl, weil das heißt ja, dass er jetzt auch nicht mal mehr in der Türkei ist. Das ist richtig kacke wieder mal. Naja, ja, ich habe das alles immer noch nicht überwunden. Ich habe mit meinem Mann gesprochen, ziemlich lange eben. Ja, wir haben ja noch einige Dinge zu lösen da. Ja, das Leben ist nicht leicht, ne? Ja, und jetzt, wie gesagt, werde ich draußen wässern. Nur hier den vorderen Garten, den hinteren mache ich nicht, weil den habe ich gestern gemacht. Was war das? Und Tisch werde ich richtig waschen und werde hier die ganzen Sessel abwaschen und ja, wie immer meine abendliche Routine heute ein bisschen früher. In der Zwischenzeit werden die Nudeln kalt, die sind nämlich gar. Die mag ich nicht, wenn, also so heiße Nudeln mit Ketchup mag ich gar nicht. Ja, ansonsten ist alles beim Alten hier, ne? Nur Jimmy ist nicht da. Der würde normalerweise da jetzt im Pool liegen und sicherlich jetzt auch Hunger haben.
Ich würde sagen, dass wir heute Abend dann sicherlich nach unten gegangen wären, wahrscheinlich wieder, um uns ein bisschen die Beine zu vertreten. Das wird wohl nichts heute. Jo, dann werde ich mal anfangen, wieder mein Wasser auf die Pflanzen zu befördern. Und dann werde ich essen. So lange wird das ja heute nicht dauern, weil ich mache ja nur den vorderen Garten. Und dann muss ich noch mal telefonieren mit der Familie und dann gucken, dass Timmy da ist. Ich möchte mal rechnen, wann. Also ich habe um 5 noch mit ihm gesprochen und da war er noch nicht drin, ne? Obwohl der Flieger um 5:10 gehen sollte. Und um 5:45 habe ich ihn aber auch nicht mehr erreicht. Also wenn wir rechnen, er ist um 5:30 geflogen oder 5:45, lass ihn mal 5:30 geflogen sein. 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:00, um 9 Uhr türkische Zeit müsste er ankommen. Genau. Seine Frau wird ihn sicher abholen, sodass ich dann sie einfach anrufen werde, ob er angekommen ist und nachfragen werde. Jo, so machen wir das. Jetzt gehen wir aber erstmal das Wasser wieder aus dem Loch daraus fischen. Und dann beginne ich mit meiner allabendlichen Routine. Also wenn Jimmy hier wäre, würde ich es wahrscheinlich noch nie haben. Ne? Dann würden wir uns jetzt hier unterhalten und würden wahrscheinlich nur zusammen im Pool sitzen. Das ist halt alles nicht mehr. Aber die Jungs haben schon, wie gesagt, die sind schon fast so weit, dass sie dann kommen. Ich weiß nicht, in einer Woche oder so, glaube ich, kommen die dann und dann geht's hier los. Dann ist Lebe der Bude. Gut. Und jetzt ist das noch zu heiß? Ich weiß nicht. Buschen, ne? Die Sonne knallt noch. Es ist noch echt richtig heiß. Vielleicht warte ich noch ein bisschen. Vielleicht warte ich noch ein bisschen. Ist noch zu warm. Was ist denn hier so los? Lasst mal gucken. Noch nichts. Ich fange schon mal an, hier überall ein bisschen die Fliesen zu waschen und dann könnte ich vielleicht schon mal hinten wässern, weil da scheint die Sonne ja nicht drauf. So machen wir das. Ja, aber ihr kennt das ja. Ich habe euch gestern ja erst ein bisschen mitgenommen. Deswegen lege ich euch so lange hinten rein und dann mache ich das allein. Einmal gewässert, überall alles fertig. Oh mein Gott, bin ich rot, ne? Alles gewässert, alles sauber. Ich habe den Einsässer jetzt auch hier hingestellt. Katzen habe ich neues Wasser gegeben, aber das Futter haben sie nicht ganz aufgefressen. Da sind jetzt ordentlich die Ameisen bei. Ja, das ist immer der Nachteil, wenn das stehen bleibt. Auch wenn es nicht feucht ist, kommen trotzdem die Ameisen ran. So, jetzt habe ich mir, wie gesagt, Nudeln gekocht und die sind jetzt auch schön kalt geworden. Jetzt werde ich mir die, jetzt werde ich die einfach essen mit. Mein Kühlschrank muss ich auch aufräumen wieder. Sieht auch überhaupt nicht gut aus. Ja, ich da einmal Ketchup drauf. Wenn Jimmy hier wäre, hätte ich jetzt bestimmt irgendwie noch mal mir was Schöneres ausgedacht. Ja, und dann setze ich mich hier hin und dann alle Sessel gewaschen, alle Tische gewaschen. Also alles wieder fresh. Nichts mehr von meinem Sohn jetzt da. Nicht mal mehr Schweißflecken oder sonst was. Ach, das ist schon echt traurig. Na gut. Jetzt setze ich mich hier hin, weil hier ist es nicht so langweilig. Da kann man noch so ein bisschen gucken. Und da hinten ist ja schon alles zugewachsen. Da sieht man ja nichts mehr. Hier kann ich zumindest noch so ein bisschen die Autos beobachten. Und ja. Bauarbeiter haben aber auch schon Feierabend gemacht. Da ist auch alles ruhig. Gut, dann lasse ich mir das jetzt schmecken. Tja, ich bin immer noch in so einem rosa. Ja, aber es ist das Trockene, nicht meine Badegeschichte. Also ich überlege jetzt, ob ich noch mal kurz in den Pool gehen soll, weil sonst ist nämlich Schluss. Es ist hier 8:30 bei uns. Jimmy ist immer noch nicht angekommen, habe ich von meiner Schwiegertochter gerade gehört. Was mich auch nicht wundert. Also ich würde mal sagen, er soll in so 15 Minuten wird er ankommen.
Ich guck mal, ob das Wasser warm ist. Wenn es warm ist, dann gehen wir noch mal ordentlich schwimmen. Schwimme ich noch mal ein paar Runden und wenn es kalt ist, gehe ich nicht rein. Jetzt mal den Fuß reinstecken. Nee, das ist pi-warm. Da können wir noch mal gut rein. Okay. Naja, dann machen wir das so, dass ich erstmal eins meiner Videos schon mal schneide und oder beide Videos schneide und die schon mal hochladen können, während ich dann im Pool schwimme. Und dann waren die nämlich schon mal fertig und dann brauche ich nur noch meinen letzten Vlog-Teil zu schneiden und den würde ich dann im Bett machen. So machen wir das. Also, ja, also wie gesagt, ich habe gerade mit meiner Schwiegertochter gesprochen und die ist noch nicht los. Die wohnt in der Nähe vom Flughafen und Jimmy hat noch nicht angerufen. Das heißt, sie wird ihn dann abholen, wenn er anruft oder jetzt vielleicht schon mal losfahren, hat sie auch noch überlegt. Und ansonsten habe ich alle Kinder einmal abtelefoniert und bin jetzt soweit fertig. Es ist, wie gesagt, weiß ich nicht, Viertel nach acht oder so, halb neun, ne? Irgendwie so. Und wenn ich dann noch mal ein paar Runden schwimmen gegangen bin und duschen war, werde ich sicherlich wieder frieren und dann auch direkt ins Bett gehen. So machen wir das. Jo, hier bin ich wieder. Ich liege schon im Bett, aber nein, ich bin noch angezogen. Wie man sehen kann, sonst schlafe ich immer in so einem Unterhemd. Ich habe mich hier in mein Bett gelegt und schneide meine Videos gerade, weil ich einfach, ja, ich friere draußen. Ist mir zu kalt, ne? Dann müsste ich dann irgendwie Strümpfe anziehen oder mir eine Decke. Und ich liege hier ja auch in Decke, weil es ist einfach, es ist zu kalt, ne? Ich weiß nicht, es liegt sicher daran, dass wir ein bisschen höher liegen und dass ja, die Luft hier dann auch langsam abkühlt. Keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären, warum das auf einmal so runtergeht, ne? Also keine Ahnung, das war ja noch vor 3 Tagen richtig heiß. Ich weiß es nicht. Naja, jetzt bin ich jedenfalls bald fertig mit dem Schneiden. Es ist 21:50 Uhr. Und ich würde sagen, dass wir uns verabschieden. Jimmy ist angekommen. Seine Frau hat ihn abgeholt, beziehungsweise war gerade unterwegs, ihn zu holen, als ich mit ihm gesprochen habe. Und ich habe ja noch ein paar Runden im Swimmingpool gedreht. Ich weiß nicht, ob ich euch das noch erzählt habe. Und dann habe ich geduscht, aber meine Haare nicht mit Shampoo oder so gewaschen, sondern einfach nur ja, mit Seife alles. Ich versucht, den Chlor so ein bisschen, das Chlor von meiner Haut zu waschen. Die Haare habe ich aber einfach nur abgewaschen mit Wasser, weil ich binde mir die ja sowieso immer zum Zopf hoch, so möglichst, dass da nicht so viel Chlor drankommt, weil hier unten kommt ein bisschen was. Aber ja, ich wollte meine Haare nicht mit Shampoo waschen. Genau, ich musste mir aber irgendwie was aufs Gesicht geben, weil ich habe hier ja ein Ekzem bekommen oder es ist jedenfalls sehr rau an dieser Stelle. Ich werde mir immer eine Creme drauf machen. Und dann würde ich schlafen gehen wollen. Ich bin nämlich, wie gesagt, gleich fertig mit dem Schnitt, werde jetzt noch den letzten Teil zu Ende schneiden. Und ja, ich habe mir eigentlich den ganzen Tag damit Zeit vertrieben, Videos anzugucken. Also einfach nur konsumiert, ohne irgendwie etwas Spezielles lernen zu wollen. Ich bin ja sonst immer so ein Fan davon. Wenn ich irgendetwas gucke, Video oder Bericht oder so, dass ich immer etwas daraus lerne, also immer einen Bezug für mein Gehirn mit herstelle, dass da nicht umsonst geguckt wird, sondern dass ich immer irgendeinen Nutzen davon habe. Aber heute habe ich einfach mir ganz viele Videos eingeguckt, da eigentlich das meiste war Schrott. Ja, also ich habe einfach geguckt, aber mein Kopf war gar nicht dabei. Ich hatte den ganzen Tag irgendwie damit zu tun, Jimmy zu verarbeiten, dass er nicht mehr da ist. Und ja, so die Entfernung, erstmal war er noch hier, also auf dem Weg nach Alanya, von Alanya dann nach Antalya. Und als er in Antalya war, war ich schon mal beruhigt. Und dann hat er noch einen Flug gewartet, stundenlang. Und dann, als ich ihn dann nicht mehr erreichen konnte, da habe ich gedacht, so jetzt fliegt er und jetzt ist er weg. Und dann habe ich richtig gefühlt, wie es immer weiter war der Abstand zu ihm und ja, jetzt ist er in Deutschland, wie schnell das geht. Ja, heute Morgen war er noch hier, vor 12 Stunden habe ich ihn verabschiedet, ganz genau. Es ist jetzt 21:53 Uhr und genau heute Morgen um 9:50 Uhr habe ich ihn ja auch in das Auto gesetzt, sind genau 12 Stunden vergangen. Ja, mein Lieben, ich habe mit ganz vielen meiner Kinder telefoniert, meinem Mann telefoniert. Das hat auch so insgesamt bestimmt nochmal 1 Stunde, 1,5 Stunden gedauert.
Ja, und jetzt ist der Tag um. Ich habe mich langsam dran gewöhnt an den Gedanken, dass er weg ist. Und ja, wie gesagt, die anderen sind schon bald unterwegs und es dauert nicht mehr lange, dann sind die auch hier. Und dann haben wir einiges geplant. Wollen mal gucken, wie wir das so machen. Und ich würde sagen, verabschieden uns für heute. Für mich war das heute kein so schöner Tag, wie ihr euch denken könnt. Aber man soll sich auch nicht so anstellen. Das ist alles nicht so schlimm und es ist auch nicht so schlimm. Also ihr braucht euch wirklich keine Sorgen um mich zu machen, auch wenn ich jetzt, ich habe die Videos gerade geschnitten, ne? Und auch wenn ich da so heulend in der Kamera, wenn ihr mich seht, das ist nicht schlimm. Ich heule ganz oft. Ich bin ein Mensch, der sehr nah am Wasser gebaut ist. Ich weine sehr, sehr oft, ja. Also was heißt sehr oft? Ich weine, wenn es halt emotional ist. Ja, ich weine auch, wenn es schön ist. Ja, ich weine auch, wenn es etwas Erfreuliches ist. Ja, ein Kind geboren wird oder so. Also ich weine einfach sehr oft und ich merke auch, dass das im Alter zunimmt. Ja, es war früher nicht ganz so schlimm. Das wird schlimmer. Ich mag das nicht. Ich weine nicht gerne, weil es tut weh in den Augen irgendwie. Das habe ich auch gemerkt im Alter. Also wenn ich weine, dann brennt das. Ist unangenehm und vor allen Dingen kriege ich auch leicht Kopfschmerzen. Ich werde müde danach und man sieht es mir auch an. Ja, das ist das, was mich am meisten daran nervt. Also ich weine sehr ungern. Ich kann es aber auch nicht verhindern und strenge mich da auch nicht besonders an. Also wenn es kommt, dann kommt. Das ist auch nicht schlimm. Und bitte keine Sorgen machen. Dann müsstet ihr euch ständig um mich Sorgen machen, weil heulen tue ich ganz oft. Mein Lieben, jetzt haben wir schon wieder so viel gequatscht. Ich wollte mich eigentlich nur verabschieden. Wie gesagt, noch ein Schnitt, Zähne putzen muss mich noch umziehen und dann bin ich auch bettfertig. Im Bett liegen tue ich ja schon. Also noch ein paar Kleinigkeiten mache ich und dann gehe ich auch schlafen. Ja, wie ihr seht, bin ich weiterhin hier unten, weil ich oben kein Internet habe. Das ist echt kacke. Ich muss sonst mein Handy hier unten weiter ja, die YouTube-Videos hochladen. Das heißt, das Handy müsste entweder die ganze Zeit am Akku bleiben oder ich müsste es vorher vollladen und dann würde es so lange quasi laden, bis der Akku voll ist, alle ist und dann geht das Handy aus. Nee, das meine ich nicht. Deswegen bleibe ich hier. Außerdem, wenn die Kinder kommen, muss ich oben sowieso wieder raus, weil dann müssten die dann ja oben schlafen. Also, das ist mir alles viel zu hin und her. Ich bleibe jetzt hier und Schluss aus. Ende. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.